Herzlich willkommen von WOM-Adventure an diesem wunderschönen Tag. Endlich wieder mal warm. Ja, heute hier geht es um Luftdruck, Zusatzluftfederung zusätzlich zu den Blattfedern am Mercedes Vario einzubauen. Da habe ich lange geplant. Ich habe einiges gesehen. Zwei, drei vor mir haben das schon umgesetzt. Keine Lösung war für mich ganz zufrieden. Entweder sind die Halter ziemlich verrostet, oder halt ein riesen Konstruktionsaufwand, um die dann auch wieder wegnehmen. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wo ich die ja gut hinmachen kann, aber auch wenn es dann sein muss, wenn der TÜV bzw. die MFK was dagegen hat, dass ich die möglichst schnell wieder kann demontieren, ohne dass ich irgendwas zerlegen muss. Genau. Ja, hier hinten seht ihr die Luftbälge. Da ist auch wichtig gewesen, da habe ich lange gesucht, bis ich die richtige gefunden habe. Zuerst musste ich den Hub messen, das heißt Maximum ausfedern und Maximum einfedern, das ist wichtig, damit die nicht zerrissen wird, falls man mal eben ausfedert. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, hinten und vorne, vorne sogar mal das Männchen gemacht, als es ganz steil hochging. Mit viel Wasser hinten drin, genau. Und die haben jetzt einen Hub zwischen 200 Millimeter können die. Und mein Hub gemessen am Camper ist bei 150. Das passt also gut. Und können bis Maximum 10 Santi oder 90, sogar 90 Millimeter zusammengedrückt werden. So. Und dann, ja, entfalten die sich wieder. Ja, gut, jetzt zeige ich euch mal, wie meine Konstruktion aussieht. Ich bin aber jetzt mittendrin. Also, hinten, da geht's rein, da sieht man es schon. Jetzt drehe ich die Kamera. Hier habe ich einfach den Gummipuffer weggemacht. Dann hier eine Platte hingemacht. Und eine Mutter draufgeschweißt, auf der anderen Seite flach und da unten ein Bügel, wo einfach dieses Teil von der Federung überbrückt. Und hier wird das dann mit zwei ja, Schrauben dann festgemacht, je rechts und links. Die Kunst ist hier, da muss man Senkkopfschrauben nehmen und vor allem richtig anzeichnen. Deswegen habe ich eine Schablone gemacht. Also das ist jetzt alles provisorisch. Jetzt schauen wir schnell die Luftdruck an. Luftdruck konnte ich unterdessen schon installieren. Ist nicht so eine Hexerei, weil ich musste auf all diese Halter warten. Die habe ich in der Schweiz anfertigen lassen. Natürlich alles VA2 Stahl, also damit es nicht rostet und immer schön bleibt. Also die Luftdruck. Anlage, wo man sie steuern kann, die seht ihr, die ist da hinten. So sieht das aus. Also gleich oben am Himmel. Hier kann ich Luftdruck anstellen, ausstellen, dann geht da der Druck hoch, Manometer. Hier kann ich den Druck ablassen. Einmal Vorderrad, einmal Hinterrad. Und ja. Zwei Kreis sozusagen. Das reicht. Zusätzlich mache ich aber noch an jedem Rad ein Ventil. Genau. Da nimmt man dann halt drei Leitungen, muss da gezogen werden. Die kommen da, gehen da beim Motorraum nach vorne. Drei Leitungen. Eine ist die Versorgungsleitung, die bringt Druckluft. Die holt man dann halt irgendwo mit einer Reduktion von 12 mm auf 6 mm Schläuche. Und zwei Leitungen gehen auf die Achsen, eine Vorderachs, eine Hinterachs. Da gibt es ein T-Stück, dann wird es verteilt nach rechts und links. Und rechts und links mache ich dann noch ein Handventil, falls ich mal rechts und links die Höhe verstellen muss, weil der Platz schräg ist, muss ich halt schnell aussteigen, weil das kommt ja nicht so viel vor. Und dann kann ich einfach voll hochlassen, Ventil zu und dann Druck ablassen und dann senkt sich die Seite, die ich will. Genau. Nochmal was zu dem, das kann man kaufen, habe ich gekauft.
Das habe ich selber gemacht. Das sind Solarteile gewesen vom Garten, die zum Wegschmeißen waren. Dann habe ich die einfach so verwendet und ja, glaube es passt. Es sieht nicht schlecht aus. Ja, damit das Zeug dann auch passt, weil alle Halter haben noch keine Bohrungen. Da habe ich mir eine Schablone hergestellt, die hier mit den entsprechenden Löchern genau in diesem Kreis, damit das passt. Jetzt zeichne ich alles ein und dann kann ich dann morgen früh zu irgendjemandem, der eine Bohrmaschine hat, den Stern der Bohrmaschine, dann wird dann alles miteinander gebohrt. Also jetzt geht's mal alles schön einzeichnen und ja, dann geht's weiter. Jetzt schauen wir uns aber noch vorher vorne an, wie ich das vorne löse. Da habe ich zwei Winkel, die müssen aber noch verstärkt werden, mache ich aber erst nach dem Bohren. Sind wir bei der Vorderachse. Hier ist ein Metall, ein Anschlugdämpfer, der hat hier drauf geschlagen, die habe ich schon weggenommen, die habe ich in der Schweiz gelassen. Und hier kommt der Winkel hin und unterhalb vom Winkel dann, auch da habe ich eine Schablone gemacht, damit ich die Löcher auch richtig habe. Genau, da unten kommt dann der Dämpfer hin und das Teil irgendwie etwa so. Das muss ich jetzt noch alles einzeichnen. Damit das Zeug auch passt, das ist jetzt für vorne, das ist ein Abdruck, wo sie dann hinkommen, der Winkel. Und dann oben unten ist auch entscheidend, weil das Ganze ist nicht symmetrisch, habe ich dann rausgefunden. Also eine für rechts, der andere für links. Genau. Dann die Bohrschablone noch, damit das einfach stimmt. Jetzt habe ich mal alles vorbereitet zum Bohren. Das ganze Material ist jetzt hier drin in der Tasche. Bei meinem Rad. Also alles ist vorbereitet. Jetzt muss ich aber eine Bohrmaschine aufsuchen. Eine private von Nachbarschaftshilfe. Gestern habe ich noch alle Löcher gebohrt. Das dauert richtig, weil da muss ganz gute Bohrer haben, weil es ist VA2 Stahl. Ja, wenn die nicht scharf sind, dann geht nichts mehr. Die Bohrmaschine war auch so eine hobbymäßige, nicht so gut. Aber ja, jetzt bin ich noch die letzten Arbeiten am Machen, die Löcher noch zwei, drei, aber da mache ich jetzt hier in meine Werkstatt. Also, ja, hier in der Garage ein kleiner Arbeitsplatz, da meine Bohrmaschine mit Bohrer zum Ansenken, was ich, ja. Hier sind mal die Platten draufgeschraubt, eine Seite müssen plan sein, weil da steht es dann an oben, das ist für hinten. Die habe ich jetzt schön versenkt und abgeschliffen, das ist gut. Jetzt nehme ich dann noch die Ecken weg, die braucht es nämlich nicht. Zumindest auf einer Seite. Hier sind die vorderen Teile. Da muss aber noch Verstärkung hin. Habe ich gewartet, bis ich alles gebohrt habe. Die sind auch soweit. Hier die Platten für hinten. Die kommen direkt auf die Feder hoch. Das überbrückt eigentlich dieses Federpaket mit den Federbriden. Und dann hier ein paar kleine Halter. Vier Stück. Die sind von hinten, da wird dann direkt an das Teil befestigt, Blattfeder geht hier durch und dann ja, mit langen Schrauben, die habe ich auch, was ich aber leider vergessen habe, sind, ich habe nur zwei von denen, brauche aber vier, ja, habe ich da falsch überlegt. So, endlich bin ich fertig mit Bohren. Und jetzt wird das Ganze montiert. Das Schöne ist, man kann den ganz runter drücken. Für die Montage ist das super. Da macht man da ein bisschen auf, da geht er hoch. So, Senkkopfschlauben. Hier müssen sie nicht ganz versenkt werden. Jetzt war ich zu schnell. Ich habe es noch nicht angezogen, aber hier muss noch eine Verstärkung hin. Von hier nach hier auf beiden Seiten, also noch nicht zusammenschrauben, wieder auseinandernehmen. Ja, nicht ganz einfach ohne Werkstatt. Aber die Idee habe ich mir ja
machen lassen. Aber jetzt, ja, das ist hinten. Zeig so schnell. Also das ist hinten, da oben ist schon ein Bock, den kann man benutzen. Dann hängt er da ein. Und das ist der untere Bock, der geht dann auf die Blattfeder und dann wird das da mit langen Schrauben und denen von unten zusammengespannt. Genau. Also hinten kann ich soweit mal bereit machen. Vorne, da muss ich warten. Das ist nämlich oben, da muss noch eine Verstärkung hin, sonst wird er sofort verdrückt. Genau, also das ist meine kleine Werkstatt. Fast nichts da. Alles vom Camper. Ja, das ist der untere Bock. Da mache ich ja überall Senkkopfschrauben ein. Deswegen muss ich hier eine Senkung machen. Mit dem Teil hier. Ja, wieder neue Tag, es ist Montag und ich bin jetzt mit dem hinteren Federbock, nenne ich mal, bin ich fertig und der sieht so aus. Das ist das Endprodukt, man kann ihn einfach zusammendrücken, da oben Ventil zumachen, wenn man aufmacht, geht er hoch. Ist einfacher zu montieren, unten kommen lange Schrauben hin und den kann man ganz einfach eigentlich und schnell montieren, so einfach draufstellen. Unten diese Teile hinmachen über die Blattfeder und dann diese Schraube wegnehmen und dann kann man ihn hochfahren lassen, dass er da oben einrastet beim oberen Bock und dann ist das schon montiert und auch schnell wieder weg. Das war eigentlich die Grundidee, dass man es auch wieder gut wegnehmen kann. So, der erste hinter links ist montiert. Das sieht man, hoppla, da, der Schlauch ist ein bisschen knapp, aber es geht, sonst müsste man da ein bisschen rausschleifen, kann man machen. Dann hier, von oben die Halter, ganz einfach montiert. Ja, hier fehlt jetzt noch die Schraube. Genau, da wird es nach oben gedrückt. Sobald ich hier aufmache, hat ein bisschen Spannung drauf, aber nicht viel. Also es reicht nicht. So, machen wir wieder zu. Ja, scheint zu funktionieren. Jetzt gehen wir mal nach unten. Das ist von unten eigentlich ganz einfach. Alles rostfrei natürlich. Genau, also er hat Platz, nichts ist im Weg. Bei Zwillingsreifen, ja, müsste ich mal ausmessen, ob das da auch passt. Was noch wichtig ist, hier hinten, da genau, da muss ein Abstand sein, das hat er. Weil die, wenn die zusammengedrückt werden, gehen sie ein bisschen auseinander. Also das passt alles und das Schöne ist, Moment, das nenne ich mal Maßarbeit, weil er steht hier unten in der Mitte an, also die Kraft ist schön verteilt, hat also keine Brücke hier, sondern das dient als Halter, ich habe es jetzt angezogen und ja, mir gefällt die Konstruktion. Jetzt machen wir das zweite hin. Einfach darüber und dann zack und schon ist er positioniert. So sieht das aus. Einfach da rüber und dann kann ich hier aufmachen. Und jetzt kommt er selber hoch. Da muss das Loch noch stimmen. Hoppla. So. Ist er oben. Gut. Jetzt unten die Briten hin. Beide sind montiert. Jetzt habe ich voll hochgelassen. 8 Bar Druck. Mehr darf man glaube ich nicht. Ich habe auch ein Reduzierventil, das nicht höher geht.
Und jetzt ist er 3 cm höher als vorher. Da seht ihr 8 bar Druck. Hier kann ich den Druck erhöhen. So, das war's. Hier kann ich ablassen. Gehen mal auf 6 bar zurück. Und dann lasse ich ihn da. So. So, ich war jetzt hier in einer Metallwerkstatt und habe gefragt, ob sie sowas machen können. Also jetzt diese 2 Verstärkungen, sieht sauber aus. Zuerst habe ich den Preis gefragt, 20 Euro hat er gesagt, jetzt hat es aber 40 gekostet, hat er länger gehabt. Aber dafür habe ich gefragt, ob ich dafür noch was bohren kann da bei euch auf der schönen großen Maschine. Und dann hat das schlussendlich gepasst. So, jetzt wird das zuerst auf den Dämpfer montiert und dann am Fahrzeug. Nach Montage sieht das Teil dann so aus. Da wird es am Rahmen befestigt und immer zusammengepresst, lässt sich besser montieren. Also vorne habe ich sie jetzt auch montiert und so sieht das aus. Sieht sauber aus, he? Also ich habe da diese Schrauben sind original, die habe ich einfach verwendet. Da ist der Getriebehalter dran und sie sind auch nicht zu kurz, passt genau. Und man kann sie gut lösen, die sind nachher alle los, ohne dass was passiert. Schauen wir uns noch mal vorne an, da ist es nämlich montiert, außer diese Halter von unten, da habe ich noch Schrauben bestellt. Der Obi hatte leider nicht das, was ich wollte. Das müssen 60er sein, natürlich rostfrei. Also die sind jetzt voll, der Druck ist draußen, ich habe den Druck voll rausgelassen, man kann hier reindrücken. Und die können Maximum 90 zusammengequetscht werden und 290 auseinandergezogen werden. Das ist wichtig, dass der Hub stimmt, weil wir haben hier einen Hub von 150. In der Mitte von dem Teil ist noch ein Anschlagpuffer, genauso wie der hier. Die werden ungefähr zusammen aufeinander kommen. Das reicht im Normalfall. Gut, dank Luftfeder geht es sowieso ein bisschen höher. Ich muss noch herausfinden, welchen Druck ich da fahre. Vermutlich vorne irgendwo zwischen 1,5 und 2 und hinten wird es irgendwo zwischen, sagen wir, 5, naja, vielleicht 4 bis 5 sein. Muss ich aber noch ausprobieren. Juhu, meine Schrauben sind gekommen. Ich liege schon unter dem Auto, denn ich montiere hier noch die unteren Halter. Sie sind schon dran. Das muss auch nicht allzu fest sein, weil das Teil kann eigentlich nicht wegrutschen. So, jetzt messen wir mal hinten noch. Ich habe jetzt da voll ausgefedert. Also mit dem Wagenhoben, Heber hochgebockt. Und hier messen wir jetzt, der darf ja bis 2,90. Und wichtig ist, dass er nicht über diese 2,90 kommt. Das passt, he? Falls er mal die Hinterachse ganz hoch gehoben wird, beziehungsweise runter. Ja, und ihr seht auch, er ist krumm. Das ganze Ding ist krumm. Das muss so sein, weil die Achse bewegt sich natürlich leicht, weil sie einen Punkt fest hat, der andere nicht. Das darf das Teil aus, das hält das aus, Maximum 15 Grad sozusagen. Also, passt alles, man kann es so lassen, tipptopp. So habe ich ihn aufgebockt, he? Mehr geht fast nicht mehr. Gut. Jetzt habe ich ihn wieder runtergelassen. Ist immer noch 6 bar. Jetzt gucken wir, ob der Druck gehalten hat. Da schauen wir schnell. Fast 24 Stunden.
Ein bisschen hat er nachgelassen, 0,2 Bar. Kommt natürlich auch auf die Temperatur an. Ich habe ihn ja gestern Abend, da war es wärmer. Ja, aber alles okay. Hä? Jetzt gehen wir mal auf Probefahrt. Gucken, wie sich das anfühlt. Und all die Drücke muss ich natürlich ausprobieren. Also hinter ist jetzt 5 Bar. Ich habe in etwa 4 Tagen 1 Bar verloren. Das geht also. Vorne habe ich 2,5. Hab das Gefühl, er ist ein bisschen zu hart. Jetzt gehe ich hinten runter mal auf 4 Bar von 5. So, jetzt bin ich vorne 2, hinten 4. Was ich jetzt schon merke ist, er schaukelt viel weniger. Also die Feder ist jetzt eher progressiv. Muss natürlich noch ausfinden, wo es am komfortabelsten ist. Jetzt fahre ich mal vom Bürgersteig runter. Ja, man merkt es. Dahinter bin ich 3, aber das ist zu wenig. Jetzt gehe ich da wieder auf 4. Ohne Brille habe ich es nicht so gesehen. Oh, das ging aber schnell. Bin schon auf 6. Okay. Da wieder runter. Jetzt bin ich 2 und 4 hinten. Hä? Aber ich merke jetzt schon, ist doch einiges bequemer. Jetzt bin ich in einer Kiesgrube. Oder mehr Sandgrube. Und da hinten auch gleich gucken, ob das soweit funktioniert. Also das wird voll Offroad. Aber ich merke den Unterschied wirklich. Es wackelt weniger, es ist weniger hart. Obwohl ich jetzt hier Offroad fahre. Oh, da ist Wasser, da fahre ich nicht rein. Jetzt wende ich wieder. Rechts und links beim vollen Einschlag hat es noch Platz. Wie ihr das Gelände noch seht. Eine Sandgrube. Ah, es ist viel komfortabler. Vorher hat er extrem rechts, links geschwankt. Jetzt ist das. Man merkt einfach diese Progression. Es ist nicht mehr so tack, so hart. Ja, die Luftfeder kommt natürlich im oberen Bereich, im leichten Bereich zur Geltung und dann kommt zusätzlich auch die Blattfeder, wenn er dann richtig federn muss. Ja, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also, Fazit nach der kurzen Probefahrt, doch, das hat sich gelohnt. Ich habe von vielen hören sagen, die das mal eingebaut haben, dass das wirklich ein viel besserer Fahrkomfort ist. Jetzt konnte ich mich selber davon überzeugen. Und somit bleibt es auch dran und ich ziehe da weitere Erfahrungen daraus. Also der Reifendruck, der spielt natürlich auch noch eine Rolle. Der ist jetzt momentan ziemlich hoch, vorne 6, hinten 8. Das ist eigentlich der Autobahn. Reifendruck. Und wenn ich Offroad fahre, tue ich den natürlich runter auf etwa vorne 3,5 und hinten so 5, je nachdem halt. Ja, das spielt, dann wird es natürlich noch mal komfortabler.
Gestern habe ich die Schalter jetzt noch angeschrieben, natürlich. Und ich bin immer noch am Fahren und ihr seht, wenn es da wackelt, ich bin jetzt wieder eine Gehsteig runtergefahren, wenn es wackelt, ändert sich auch der Druck, weil es ja komprimiert. Das heißt, das Zeug arbeitet. Also ich bin jetzt vorne noch tiefer auf einen halben, muss Erfahrung sammeln. Und irgendwann habe ich es rausgefunden, was am komfortabelsten ist. Der Boden ist natürlich schon jetzt schon relativ gerade, aber ich tue jetzt das nur mit der Luftfeder, versuche ich jetzt das ziemlich in die Waage zu stellen, und zwar rechts und links, hinten und vorne. Neu habe ich so eine Libelle, wo ich gucken kann, ob ich gerade stehe. Und jetzt tue ich vorne mehr Druck rein und ihr seht, die Blase läuft langsam weg. Und das gleiche hinten, wobei er hinten viel weniger hoch geht. Vorne ist er zu hoch, gehen wir da ein bisschen runter, bis die Libelle in der Mitte ist. Jetzt etwa, hä? Jetzt muss er nur noch rechts ein bisschen tiefer. Jetzt mache ich hier die Ventile zu, die ich eingebaut habe. Auch hinten. So. Jetzt versuche ich den noch. Jetzt lasse ich nur noch rechts ab. Ihr seht, er kommt Richtung Mitte. Das war jetzt hinten, dasselbe muss ich natürlich auch vorne machen. So, das war's etwa. Jetzt ist er ziemlich genau in der Mitte und die Drücke sind da ziemlich zurückgegangen. Das ist aber nur rechts, links ist der Druck immer noch gleich. Und so kann ich ein bisschen ausnivellieren, natürlich jetzt nicht extrem. Vorne 6 cm, etwa hinten 3. Aber zusammen mit der Reifendruckregelanlage, wenn ich die außerhalb von Europa montiert habe, jetzt ist sie weg, kann ich zusätzlich nochmal etwa mindestens 5 cm korrigieren. Jetzt gehen wir noch schnell raus und gucken an, links. Sieht er so aus, da hat er glaube ich noch 6 oder 7 Bar drin. Und das Ganze rechts, ihr seht, da ist er mehr zusammengedrückt. Und ja, jetzt steht die Kiste ziemlich gerade, tipptopp. Ja gut, es funktioniert. Falls jemand Interesse hat an dieser ganzen Anlage, dann biete ich die zum Verkauf an, und zwar ein komplett Montageset für den Varia, das gibt es, soviel ich weiß, noch nicht. Mit Halter und Druckluftschläuchen, ganz viele Druckluft-T-Stücke, Kurven, Adapter, Verbindungsstücke, einfach alles, was so dazugehört, Schrauben, ja genau. Und der sollte sich bei mir melden. Der Preis wird irgendwo um die, muss ich noch ein bisschen rausrechnen, um die 1200-1300 sein, sage ich mal. Und, aber es dauert noch ein bisschen, weil jetzt müssen zuerst mal die Pläne gezeichnet werden, damit man dann das sofort zum Lasern geben kann mit den vorbestimmten Löchern. Genau. Also einfach melden. Also das war es jetzt von mir und ich danke euch, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch und wieder mal ein technisches Video und bis bald.